Johanna Mikl-Leitner ist und bleibt Niederösterreichs Landeshauptfrau. Der kürzeste, aber intensivste Wahlkampf aller Zeiten, wie die Parteien behaupten, ist geschlagen. Die Nönn war in den spannendsten Sekunden live dabei und sprach mit Siegern und wichtigen Personen der niederösterreichischen Landtagswahl. Johanna Mikl-Leitner zu ihrem absoluten Sieg. Was sagen Sie zu diesem Ergebnis für Sie? Das ist meine erste Wahl gewesen und ich habe die niederösterreichischen Landsleute um einen Vertrauensvorschuss gebeten und die niederösterreichischen Landsleute haben uns einen wirklichen Vertrauensvorschuss gegeben, das heißt ein überwältigendes Ergebnis und vor allem schön, dass der Weg des Miteinanders, der Kurs des Miteinanders bestätigt worden ist und dieser Kurs wird selbstverständlich auch morgen weitergehen. Das heißt, heute war die Wahl und morgen wird die Arbeit für Niederösterreich weitergehen und das vor allem im Miteinander. Auf dem zweiten Platz landete die SPÖ. Spitzenkandidat Franz Schnabel zeigte sich kurz nach der Wahl positiv. Sind Sie zufrieden? Ich bin mit dem Plus sehr zufrieden, weil unsere Positionen sozialdemokratischer Politik gestärkt wurden mit diesem Ergebnis. Dass Schwarz-Rot-Blau die größten Gewinner sind, stimmt die Grünen sowie die Neos weniger zufrieden. Das Problem sei aber vorhersehbar gewesen. Ja, und es gibt weiterhin eine absolute Mehrheit, vor der ich immer warnte, weil ich gesagt habe, die steht vor der Tür. Ich habe das gespürt im Land. Offensichtlich kenne ich das Land auch besser als andere. Und jetzt braucht es umso mehr eine starke Kontrolle. Und ich hoffe, dass die ÖVP endlich auch den Minderheiten die nötigen Rechte gibt. Da muss sich jetzt die Frau Landeshauptfrau noch einmal bewegen. Die Neos freuen sich derweil außerdem über ihren ersten Einzug in den niederösterreichischen Landtag. Wahlergebnis? Sehr. Es ist uns vom Start weg gelungen, hier einzuziehen. Und an der Stelle muss ich auch mal Danke sagen an alle Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher, die uns das Vertrauen geschenkt haben und auch an unsere eigenen Leute, die den Mut gehabt haben, da so kraftvoll und tätig mitzuarbeiten. Im Fokus der Öffentlichkeit stand FP-Kandidat Udo Landbauer. Er gab sich zu seiner Zukunft allerdings vage. Sie haben heute schon mehrmals gesagt, Personalentscheidungen werden nicht heute getroffen, aber Sie haben diesen ganzen Wahlkampf nicht gemacht, um jetzt nicht in den Landtag zu kommen, oder? Natürlich nicht. Es gibt eine gültige Liste, die wurde heute vom Wähler bestätigt. Diese Liste hat weiterhin Gültigkeit, nur darüber hinausreichende Beschlüsse, was Personalentscheidungen betrifft, müssen die Gremien treffen. Da sind wir eine Partei, die demokratisch organisiert ist und das ist auch gut so. Jetzt, wo er vorbei ist, was sagen Sie zum Wahlkampf und vor allem zur letzten Phase? Naja, es war ein anfangs recht ruhiger Wahlkampf und die letzte Phase wurde intensiver. Und da wurde durchaus mit Mitteln gearbeitet, die sehr weit in den Schmutzkübel gereicht haben. Und da hat man mit Unwahrheiten und Halbwahrheiten gearbeitet, um einen anderen Kandidaten anzupatzen und madig zu machen. Das ist nicht schön und das ist aber doch ein Stil, den wir jetzt erlebt haben in der letzten Woche. Die Nönn ließ aber nicht nur die Parteispitzen zu Wort kommen. In einer anschließenden Diskussionsrunde standen Jugendparteivertreter Rede und Antwort. Das ganze Gespräch sowie die Interviews mit den Spitzenkandidaten und mit weiteren Parteivertretern finden Sie online. Mehr Infos zur Wahl gibt es in den Printzeitungen und auf neun.at.